Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite aus. Vielen Dank für die herzliche Begrüßung und Einführung, Urs Spörri. Ich möchte auch nochmal ein großes Dankeschön sagen an Urs Spörri und auch an natürlich Natascha Gikas und Andreas Beilharz von der Kinoabteilung des Deutschen Filmmuseums, denn ohne sie und ihre Unterstützung wäre diese Reihe überhaupt nicht möglich, wie auch die Förderung, denn diese Reihe der Synchronspecials wird unterstützt vom BDÜ Hessen und auch vom Kulturamt der Stadt Frankfurt. Ich möchte Ihnen ja hier im Rahmen dieser Vorträge immer auch besonderes Material präsentieren und ich freue mich ganz besonders, dass ich heute auch noch mal bislang unveröffentlichtes Material Ihnen zeigen kann. Einerseits aus dem Stanley Kubrick-Archiv, des Nachlasses des Regisseurs, der ist ja seit 2007 an der University of the Arts in London verwahrt und da gilt mein Dank an den ehemaligen Kubrick-Chefarchivar Richard Daniels, der auch in unserer 2001 Begleitreihe schon zu Gast war. Außerdem für Hinweise an Dr. Thomas Bräutigam nach Berlin. Und ich möchte nicht zuletzt Jens Kaufmann, Christoph Schöbel und Deborah Klaassen von der Bibliothek und dem Textarchiv des Deutschen Filminstituts in der Deutschen Nationalbibliothek danken. Ja, es ist nicht der erste Film in dieser Reihe. Wir haben im Januar angefangen mit Orson Welles, hatten auch schon Willkommen bei den Stieß, Der Mann ohne Gesicht und zuletzt Stirb langsam im April hier auf dem Programm. Jetzt also Shining und nur als Ausblick, Sie haben es auch schon auf dem Programmzettel gesehen, nächsten Monat dann eine Screwball-Komödie, Howard Hawks' Bring Up Baby bzw. Leoparden küsst man nicht. The Shining ist insofern ein ganz spannender Fall für besondere Synchronfassungen, weil der Regisseur Stanley Kubrick eine Sonderrolle in der Filmsynchrongeschichte einnimmt. Er hat über die Auslandsauswertung seiner Filme mitgewacht und sich hier zum Beispiel die Untertitel rückübersetzen lassen. Kubrick entschied auch mit über die Synchronbesetzung, also er hat mit über die Synchronregisseure und die Synchronschauspieler entschieden. Und das ist wirklich herausragend, denn das ist nur in ganz wenigen Fällen so, dass also die Regisseure oder Produzenten des Films auch mit an der Auslandsauswertung ihrer Filme beteiligt sind. Bei Stanley Kubrick war es tatsächlich so, dass er in intensivem Austausch stand mit den Synchronregisseuren in den jeweiligen Ländern. Und Kubrick hat persönlich auch die Synchronfassungen selbst gemischt. Also die einzelnen Synchronfassungen wurden aufgenommen in den jeweiligen Zielländern, also sei es Deutschland, Frankreich, Spanien oder Italien beispielsweise. Und diese Aufnahmen wurden dann nach London geschickt und dort hat Kubrick die beiden Bänder selbst gemischt. Kubrick drehte aber auch eigenhändig Inserts für die Auslandsfassung seiner Filme, also darauf werde ich später noch zurückkommen. Und ich habe Ihnen ein schönes Zitat mitgebracht, wie wichtig Stanley Kubrick das Thema der Synchronisation war. Das möchte ich Ihnen mal exemplarisch verdeutlichen anhand eines Auszugs aus der Korrespondenz, die der Regisseur zu seinem siebten Spielfilm geführt hat, also Dr. Strangelove or How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb aus dem Jahr 1964. Hier schrieb Kubrick am 3. Januar 1964 während der Post-Production an Dr. Strangelove an Jack Weiner von Columbia Pictures, die den Film hergestellt haben. Ich zitiere: I consider the translation and dubbing of the film an intrinsic part of the artistic side of the production of the film. While I am quite sure your people are the most able in the country, I am nevertheless the director and writer of the film and absolutely do not accept the principle that I must accept anyone else's opinion in regard to artistic matters over my own. My request to have a copy of the dubbing script for Germany, France and Italy in sufficient time to check them and make whatever revisions I think are required is reasonable and consistent with the principle of my artistic control spelled out in my deal with Columbia. Zitat Ende. Also Kubrick pocht hier auf seine vertraglich zugesicherten Rechte, dass er eben die Synchronisation als Teil seiner künstlerischen Kontrolle des Films ansieht und entsprechend dann auch die Synchronbearbeitung beaufsichtigen kann. Kubrick beschäftigte besondere Regisseure für die Synchronfassungen seiner Filme. Er verfügte über große Namen. Für seinen letzten Film Eyes Wide Shut, der ja 1999 erst posthum in die Kinos kam, wollte Kubrick etwa für die Synchronisation in den wichtigsten europäischen Ländern auch herausragende Regisseure verpflichten. In Frankreich Patrice Géraud, in Spanien Carlos Saura, in Italien Bernardo Bertolucci und, das wissen einige von Ihnen sicherlich, in Deutschland Edgar Reitz. Für die deutschen Fassungen von Kubricks Filmen waren außerdem unter anderem am Werk Volker Becker für Spartacus, Hans F. Wilhelm für Lolita,
Klaus von Wahl für den eben schon erwähnten Dr. Seltsam, Florian Hopf für Full Metal Jacket und auch Michael Günther für 2001 Odyssee im Weltraum. Und Michael Günther, den Synchronregisseur für die deutsche Fassung von 2001, der diese 1968 in enger Absprache mit Kubrick erstellt hat, den werden wir auch zu Gast haben. Darauf möchte ich an der Stelle schon hinweisen. Am 22. Juli haben wir ein großes Symposium hier. Am 21. und 22. Juli hier in diesem Saal gibt es ein internationales Forschertreffen mit Kubrick-Forscherkollegen. Und da wird zum Abschluss und krönenden Höhepunkt und Endpunkt dann am Sonntag, 22.07. um 17 Uhr auch hier Michael Günther über seine Arbeit, seiner Synchronfassung für 2001 sprechen. Auf der anderen Seite haben wir mit Wolfgang Staudte natürlich einen Regisseur, der hier für die deutsche Synchronfassung von The Shining verantwortlich zeichnete, der auch schon für die vorangegangenen beiden Kubrick-Filme synchronisierte, nämlich Uhrwerk Orange 1971 und Barry Lyndon 1975. Und auch Staudte nimmt natürlich filmgeschichtlich eine Sonderrolle ein. Staudte sammelte bereits früh Erfahrungen als Schauspieler, auch als Synchronschauspieler, als Regisseur und als Synchronregisseur. Auf der einen Seite hat Wolfgang Staudte bereits in seiner Frühzeit beim Film als Synchronschauspieler gearbeitet und hier etwa die Rolle des Kemmerich für Ben Alexander in dem Kriegsfilm Im Westen nichts Neues 1930 von Louis Milestone übernommen, sowie auch zwischen 1933 und 1935 als Sprecher für den Berliner Rundfunk, aber auch Berliner Filmsynchronproduktionen wie den Synchronisationsbetrieb Rhythmoton gearbeitet. Noch bevor Staudte in den Trümmern den ersten deutschen Nachkriegsfilm Die Mörder sind unter uns 1946 verantwortete, übernahm er bereits 1945 die Synchronregie jenes ersten Films, der nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs überhaupt ins Deutsche übertragen wurde. Das war damals 1945 Sergei Eisensteins Iwan der Schreckliche. Der hatte am 10. August 1945 seine deutsche Premiere. Schließlich, und das sei hier nur am Rande erwähnt, als biografische Anekdote, heiratete Staudte 1954 als erste von vier Ehefrauen Renate Praetorius, die als Journalistin und eben auch als Synchronautorin tätig war. Die Begeisterung Kubricks für die Arbeit Staudtes, der gleich mehrmals und so oft wie kein anderer Synchronregisseur im Deutschen, nämlich dreimal engagiert wurde, manifestiert sich beispielsweise auch in einem Brief, den Staudtes Witwe zu seinem Tod 1984 erhielt und der im Nachlass Staudtes aufbewahrt wird. Dear Mrs. Staudte, you have my most sincere sympathy. I did not know Wolfgang very well, but I liked him and greatly admired his work. Yours sincerely, Stanley Kubrick. Doch diese herausragende Besetzungspolitik, die wurde auch schon zu Lebzeiten Staudtes anlässlich des deutschen Erstverleihs von Uhrwerk Orange beispielsweise von der Filmkritik bemerkt und in der Presse aufgegriffen. Ich habe Ihnen hier eine historische Zeitungsseite mitgebracht aus der Münchner Abendzeitung vom 23. März 1972. So widmete diese Ausgabe der Münchner Abendzeitung vom 23.03.1972 beispielsweise ein ausführliches Interview mit Staudte der sogenannten Kinosensation und Synchronrakete Uhrwerk Orange, in dem der Regisseur bereitwillig Auskunft über seine erste Begegnung mit Kubrick erteilt. Das Interview lobt zwar im redaktionellen Teil einerseits die Synchronarbeit in prägnanten Formulierungen, also zum Beispiel ein besonders effektvolles Kunstgebiss, spart aber im Gegenzug im Nebentext nicht mit gängigen zeitgenössischen Vorurteilen gegenüber Staudte. Hier heißt es zum Beispiel des deutschen Films brillantester Nestbeschmutzer und thematisiert am Rande auch den finanziellen Bankrott und die daraus folgende Aufgabe seiner Dahlemmer Villa. Man könnte die Synchronarbeiten Staudtes daher auch vor dem Hintergrund seiner veränderten Lebenssituation in den 1970er Jahren lesen, in der sich der Regisseur zunehmend vom Kino zum Fernsehen und von der Eigen- zur Auftragsarbeit bewegte. So antwortete Staudte auf die Feuilleton-Frage, wie man mit seinem Namen denn dazu komme, eine Synchronisation zu machen, Zitat, »Der Kubrick hat mich eines Tages angerufen. Erst denke ich, das muss ein Versehen sein. Was kann der von mir wollen? Aber er meinte mich. Er kannte den Untertan und er meinte, ich sollte.« Ich springe jetzt kurz im Zitat. »Na, ich fuhr nach London, sah mir das Ding an und dachte, das kann nicht wahr sein. Ich hasse Brutalität über alles. Aber dann fing ich an, diesen Film zu begreifen und merkte, dass zum Beispiel Bonnie and Clyde viel brutaler ist, weil er Leitbilder herstellt.
Bei Alex aber hört jede Identifikation auf. Man entdeckt eine Endphase der Brutalisierung, in der auch noch Politik damit gemacht wird. Und hier wird der Film enorm wichtig. Kurzum, Kubrick hat mich überzeugt. Zitat Ende. Staudte befindet ferner im Gespräch mit der Abendzeitung, dass Kubrick für ihn ein besessener Filmemacher sei, wohingegen er sich selbst als Handwerker beschreibt. Er sei selber nur Regisseur geworden, um sich durch die Arbeit bei der Tobis vor dem Militärdienst zu drücken, befindet Staudte, und für den Film stellte für ihn ein Mittel zur politischen Artikulation dar. Für die Synchronarbeit für Uhrwerk Orange habe Kubrick ihm im Anschluss einen begeisterten Dankesbrief geschickt. Staudte synchronisierte also die drei konsekutiven Filme A Clockwork Orange 1971, Barry Lyndon 1975 und The Shining 1980. Und es verdient hier besondere Erwähnung, dass Wolfgang Staudte unter sehr großzügigen Rahmenbedingungen arbeiten konnte. Es war seine dritte und letzte Synchronarbeit für Stanley Kubrick. Und laut Medienberichten soll das Budget für Staudtes Arbeit für die deutsche Bearbeitung von Shining bei mehr als 1 Million deutscher Mark gelegen haben, wie Uwe Schmidt in der FAZ vom 15. Juni 1985 und Michael Folber im Film Echo 4 1989 herausgestellt haben. Im Deutschen gibt es eine hohe Besetzungskontinuität bei den drei hier gezeigten Filmen, denn unter der Synchronregie von Wolfgang Staudte wurde ein Darsteller, nämlich der Hauptdarsteller, der männliche Hauptdarsteller, immer wieder besetzt zwischen 1971 und 1980, nämlich der Schauspieler Jörg Plewa, der zwischen 1942 und 2013 lebte. Jörg Plewa, der Schauspieler, der vielleicht einem breiteren Publikum heute noch durch Fernsehspiele wie den satirischen Klassiker Das Millionenspiel aus dem Jahr 1970 von Tom Tölle bekannt ist oder vielleicht auch aus der Fernsehserie Drei Damen vom Grill, die zwischen 1977 und 1991 lief. Jörg Plewa schlüpft hier in sämtliche Hauptrollen, ist also sowohl als deutsche Stimme von Malcolm McDowell wie Ryan O'Neill wie auch Jack Nicholson zu hören. Diese exponierte Stimmenhäufung führt zu einem merkwürdigen Effekt, einer unbestimmten Vertrautheit und ermöglicht Querverbindungen auf Seiten des Zuschauers der Synchronfassungen, die der Zuschauer der Originalfassungen so nicht assoziieren kann. Obwohl wir es beim aufbegehrenden jugendlichen Alex in der dystopischen Zukunftswelt von Uhrwerk Orange, beim irischen Waisenkind Redmond Barry in Barry Lyndon und bei dem vom Wahnsinn ergriffenen isolierten Schriftsteller Jack Torrance in Shining mit völlig disparaten Figuren zu tun haben, verbindet die gemeinsame Stimme Jörg Plewas diese drei Rollen in den deutschen Fassungen. So kommt es also, dass im Deutschen Alex DeLarge klingt wie Redmond Barry, klingt wie Jack Torrance. Und das möchte ich Ihnen natürlich auch in gewohnter Manier auch an einschlägigen Filmausschnitten demonstrieren. Also hier drei kurze Ausschnitte aus Uhrwerk Orange, dann Redmond Barry, Barry Lyndon und schließlich für Jack Nicholson Jörg Plewa als Jack Torrance aus Shining. Zum einen tritt Jörg Plewa in der Wiederbesetzung als Hauptrolle in allen drei Synchronarbeiten Staudtes damit den Beweis an, dass der Schauspieler sehr wohl derart wandlungsfähig mit seiner Stimme spielen kann, um diese drei verschiedensten Figuren mit seiner ein und derselben Stimme zu verkörpern, was man als Antithese zu der Aufspaltung der Mehrfachbesetzung der drei verschiedenen Rollen von Peter Sellers in Stanley Kubricks Dr. Seltsam oder Wie ich lernte, die Bombe zu lieben von 1964 lesen kann. Hier schien man für die deutsche Synchronfassung nicht darauf zu vertrauen, dass Peter Sellers, der im Original die Rollen des britischen Group Captain Lionel Mandrake, des amerikanischen Präsidenten Merkin Muffley und des deutschen Wissenschaftlers Dr. Seltsam freilich alle mit seiner eigenen Stimme verkörpert werden könne, und teilte die Rollen in dieser Reihenfolge auf Friedrich Schönfelder, Harry Mayen und Sigmar Schneider auf. Zum anderen handelt es sich bei der wiederholten Besetzung Jörg Plewas für disparate Figuren jedoch auch um ein Phänomen, das in der Synchrongeschichte immer wieder anzutreffen ist. So sind so unterschiedliche Schauspielerinnen wie Judy Garland, Marilyn Monroe und Catherine Hepburn in den deutschen Synchronfassungen von Victor Flemings Das zauberhafte Land, also The Wizard of Oz aus dem Jahr 1939, deutsche Fassung 1951, Billy Wilders Manche mögen es heiß, Some Like It Hot 1959, in dem Jahr auch die Synchronfassung, und Howard Hawks Leoparden küsst man nicht, Bringing Up Baby 1938, deutsche Fassung 1966, den wir nächsten Monat in den Synchronspecials zeigen, sind alle mit derselben Schauspielerin zu hören, nämlich Margot Leonard Schnell,
die die deutsche Filmsynchrongeschichte über 5 Jahrzehnte wesentlich mitgeprägt hat. Dass durch eine Synchronbesetzung für ein Zielpublikum mitunter ganz spezielle Assoziationen möglich werden, die durch die Schauspieler der Originalfassung gar nicht gedeckt sind, möchte ich Ihnen am folgenden Beispiel zeigen. Die Figur des Mr. Halloran wird im Original gespielt von Scatman Crothers. Dazu sehen und hören wir jetzt zunächst einen Ausschnitt aus der Originalfassung, in der Mr. Halloran Danny erklärt, was es mit dem titelgebenden Shining auf sich habe. In der deutschen Synchronfassung leiht der Berliner Schauspieler Edgar Ott seinen sonoren, weichen Bass für Mr. Halloran. Auch das wollen wir uns in der direkten Gegenüberstellung ansehen. Positiv hervorzuheben ist hier eine sehr exakte Lippensynchronität in der deutschen Bearbeitung. Also jetzt dieselbe Szene noch einmal in der deutschen Fassung. Edgar Ott, der hier für Scatman Crothers zu hören ist. Insbesondere im Dialog mit dem jungen Danny eröffnet er durch seine Synchronbesetzung für Scatman Crothers auf einmal neue Lesarten, denn Edgar Ott dürfte, wenn auch nicht namentlich, dann jedoch zumindest stimmlich einem großen Publikum aus zahlreichen Kinderproduktionen vertraut sein. Im Dialog mit Danny wirkt Mr. Halloran so in der deutschen Fassung ein wenig kindgerechter. Edgar Ott ist doch als sprechendes und singendes Tier in die Filmsynchrongeschichte eingegangen, so unter anderem als Bär, als Kater und als Elefant, was ich Ihnen anhand dreier kurzer einschlägiger Filmausschnitte aus Zeichentrickklassikern demonstrieren möchte. Da sind wir also bei Benjamin Blümchen rausgekommen. Edgar Ott als Balu der Bär in Wolfgang Reithermans Das Dschungelbuch aus dem Jahr 1967, als Thomas O'Malley in Aristocats vom gleichen Regisseur 1970 und nicht zuletzt als Benjamin Blümchen in der gleichnamigen Hörspielserie 1977 bis zum Tod 1994 hat er diese Rolle gesprochen. Den weiten popkulturellen Anspielungshorizont von Shining, den lässt bereits ein Blick auf die Aufkleber an Dannys Kinderzimmertür erahnen. Danny wird selbst mit Spitznamen als Duck wie in den Bugs Bunny-Filmen angeredet. Er trägt einen Apollo-Pullover und sieht Sendungen über Kannibalen im Fernsehen. Die Ambivalenz, einerseits Topoi im Anspielungshorizont der Originalfassung zu übertragen und beizubehalten, andererseits aber auch für das deutschsprachige Zielpublikum abzuändern, möchte ich Ihnen anhand eines längeren Filmausschnittes in der direkten Gegenüberstellung der Original- und der Synchronfassung demonstrieren. Wir hören uns jetzt zunächst eine längere Szene im Original an. Jack nähert sich Wendy und Danny im Original also mit den märchenhaften Worten come out wherever you are, die beispielsweise an das gleichnamige Lied im Musical-Klassiker The Wizard of Oz von Victor Fleming aus dem Jahr 1939 denken lassen. Mit little pigs, let me come in, zitiert Jack das Märchen von den drei kleinen Schweinchen, einem Filmpublikum vertraut unter anderem durch Burt Gillets Disney-Zeichentrickklassiker Die drei kleinen Schweinchen, Three Little Pigs von 1933. Schließlich ruft Jack durch die zerborstene Tür zu Wendy, Here's Johnny, und begrüßt damit seine Zuhörerin in der Manier, in der Ed McMahon Johnny Carson ankündigte, als dieser von 1962 bis 1992 zu seiner Tonight Show starring Johnny Carson begrüßte. Wir haben es also mit einem ganz dichten Gewebe popkultureller und literarischer Anspielungen zu tun in dieser Szene, die hier geradezu gespickt ist damit. Während die Originalfassung damit operiert, findet die deutsche Fassung in der Übersetzung teilweise schlichtere Äquivalente, die keinen Bezug mehr etwa zu The Wizard of Oz oder der Tonight Show starring Johnny Carson mehr erkennen lassen, wohingegen die Referenz auf das Märchen erhalten bleibt und im Deutschen nachgespielt wird. Und das schauen wir uns jetzt natürlich in der direkten Gegenüberstellung an. Also nicht, hier ist Johnny, hier ist Jackie. Im Textarchiv des Deutschen Filminstituts in der Deutschen Nationalbibliothek ist für die Forschung erfreulicherweise das deutsche Dialogbuch der Synchronfassung des Films überliefert. Und das ist natürlich ein wahrer Schatz, wenn man so etwas auswerten möchte. Man sieht darin, dass selbst nach dem Typoskript noch ausgiebig daran gefeilt wurde. Also es gibt zahlreiche handschriftliche Eintragungen, Änderungen, Ergänzungen, Streichungen.
Es finden sich interessante Varianten, die offenbaren, welche Freiheiten Staudter auch ausprobiert hat, um den Text flüssiger und idiomatischer, oft auch umgangssprachlicher abzuändern. So heißt es etwa in handschriftlichen Ergänzungen dann Sandwiches, überschrieben, ursprünglich Typoskript belegte Brote. Oder aber in umgekehrter Sprachtransferrichtung das Scheinen, am Anfang steht da in der Schreibmaschinenfassung das Shining. Das Dialogbuch enthält auch eine Übersetzung der Titelkarten sowie die wiederkehrenden Regieanweisungen off, konter, überlappend, aber auch Atem, Weinen und Schluchzen. Und es zeugt nicht zuletzt auch vom kreativen Arbeitsprozess der Synchronbearbeitung, die sich über relativ lange Zeit hinstreckte. Es finden sich da zum Beispiel handschriftliche Kritzeleien am Seitenrand, kleine Blümchen, Herzchen, Kästchen, auch das sieht man darin. Ich habe Ihnen ein paar Seiten mitgebracht als Kopien aus diesem Synchrondialogbuch, das erhalten ist. Und darin sehen Sie dann eben hier zum Beispiel die ersten Dialogeinsätze oder die erwähnten handschriftlichen Ergänzungen, Überschreibungen, Änderungen. Also das finden Sie fast im gesamten Dialogbuch, das nachträglich noch daran gearbeitet wurde. Wie Sie sehen, teilweise auch komplette Sätze umgeschrieben, umgestellt wurden oder auch einfach einzelne Ausdrücke ausgetauscht wurden oder Füllwörter ergänzt wurden. Interessant ist der Fall Redrum bzw. Murder. Obwohl in der deutschen Fassung des Films das englische Redrum im Bild zu lesen bleibt, also Murder rückwärts ist auch schön, Murder rückwärts, ist im Synchrondialogbuch kurioserweise mit Umlaut zu lesen, Redrum, also Mörder, rückwärts mit Umlaut. Und das ist natürlich eine interessante Bedeutungsverschiebung auch von Mord im englischen Original hin zu Mörder in der deutschen Fassung. Stanley Kubricks und Wolfgang Staudtes Synchronbearbeitung für die deutschen Fassung umfasst aber nicht nur die Tonebene, auch im Bild wurden zahlreiche Veränderungen vorgenommen. Es wurde eine eigene deutsche Bildfassung erstellt, in der mehrere Einstellungen im Vergleich zum Original ersetzt wurden. Es gibt für diese deutsche Bildfassung auch einen eigenen übersetzten Vor- und Abspann, ganz im Stile der Zeit, wie man das in den 1980er Jahren auch noch für den Kinostart massenhaft gemacht hat. Und auch die Kapitelkarten der Originalfassung sind übersetzt. Auch das zeige ich Ihnen kurz im Bild. Es heißt dann also in der deutschen Bildfassung nicht mehr ein Stanley Kubrick-Film, sondern ein Stanley Kubrick-Film. Und auch im Abspann finden Sie dann beispielsweise die einzelnen Bezeichnungen der Rollen und der Funktion der Besetzung und des Stabs übersetzt. Somit wird dann beispielsweise auch bei den einzelnen Kapitelfolien aus The Interview, Die Bewerbung und aus Closing Day, Der letzte Tag der Saison. Das ist durchgeführt für sämtliche Kapitelkarten im Film, Sie können gleich mal darauf achten. Stanley Kubrick ließ von seinem Art Department jedoch auch eigens neue Requisiten anfertigen, mit denen er persönlich die Inserts für die Auslandsbildfassung seines Films drehte. Wir sehen uns dazu jetzt mal eine Schlüsselszene des Films an, nämlich die Szene, in der Randy Torrance Jacks Schreibmaschine auffindet. Es gibt also eigens vom Art Department hergestellte Typoskripte. Also Sie sehen hier jetzt nochmal ein Szenenfoto aus der originalen Bildfassung. Und das ist ja auf gelbem Schreibmaschinenpapier tatsächlich handgetipptes mit der Maschine. Und das wurde jetzt vom Art Department auf demselben Papier auch nochmal in den verschiedenen Auslandsfassungen sprachlich übersetzt und erstellt auf hunderten von Seiten. Ich habe mir das vor ein paar Monaten mal im Nachlass angesehen in London im Archiv. Also das Papier ist authentisch, das ist alles dasselbe Material und es wurde tatsächlich vom Art Department mit derselben Maschine auf demselben Papier dann hunderte von Seiten betippt. Also hier nochmal ein Überblick, die Szenen, die dann ersetzt werden mussten als Inserts in den jeweiligen Auslandsfassungen. Und hier nochmal ein Scan einer dieser Seiten. Das sind hunderte Seiten, kein Blatt gleich dem anderen. Also die Aufgabe für das Art Department war es wirklich, jede Seite individuell zu gestalten, auch mit Tippfehlern, unterschiedlichen Satz, unterschiedliches Layout. Und das wurde auch beibehalten für die Auslandsfassungen für die Bearbeitung. Also im Englischen haben wir da ja All work and no play makes Jack a dull boy im Original. Und das wiederkehrende Merkmal ist sozusagen, dass in allen Sprachen sich ein Sprichwort wiederfindet als Jacks Getippe. Also wir haben dann im Französischen
un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Also das könnte man zum Beispiel übertragen mit der Spatz in der Hand ist besser als die Taube auf dem Dach, wenn man dafür ein deutsches Äquivalent finden wollte. Es gibt eine spanische Fassung, no por mucho madrugar amanece más temprano, also sowas wie Eile bringt Weile. Es gibt eine italienische Bearbeitung, il mattino ha l'oro in bocca, also sowas wie Morgenstund hat Gold im Mund. Und was Sie gleich sehen werden, ist natürlich die deutsche Variante, was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. Im Rahmen eines Vortrags zur Synchronbearbeitung lege ich hier ja freilich immer einen sehr engen Fokus an, der thematisch motiviert ist. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass zahlreiche nicht minder spannende Aspekte eines Films auf dem gegebenen Raum und in der gegebenen Zeit keine Beachtung finden können. So verhält es sich beispielsweise auch mit der spannenden Rezeptionsgeschichte des Films, die im Falle von The Shining mehr als vortragsfüllend wäre. Ich kann hier heute jedoch mal eine kleine Ausnahme machen und Ihnen ein schönes Beispiel der Rezeption von Kubricks Klassiker zeigen, denn nichts anderes als die Szene mit anderen Requisiten nachgedreht, wie Kubrick selbst für die Auslandsfassung seines Films, hat auch das Team für den Festival-Trailer des 23. Internationalen Filmfests Oldenburg 2016, das The Shining hiermit seine Hommage erweist. Ja, soweit der Festival-Trailer für das 23. Internationale Filmfest Oldenburg 2016. Bei allem Perfektionismus um die fremdsprachigen Bildfassungen, bei denen Kubrick und sein Art-Department äußerst aufwendig vorgingen, hat sich jedoch in der deutschen Bildfassung ein kurioser Fehler eingeschlichen, der hier nicht unerwähnt bleiben soll. Gegen Ende des Films ist eine historische Schwarz-Weiß-Fotografie des Balls im Overlook Hotel zu sehen, die auf den 4. Juli 1921 datiert, ausgerechnet 4th of July 1921. Im deutschen Insert ist an gleicher Stelle zu lesen, Overlook Hotel Ball am 4. Julio 1921, wobei sich hier neben der surrealen Zeitschichtung zum Filmende scheinbar Jack Torrance Lost in Time, auch noch eine eigenwillige Sprachmischung einstellt und Jack Torrance in dieser Mischung aus Deutsch und Spanisch ein wenig Lost in Translation erscheint. Zum Abschluss meines Vortrags möchte ich wie immer zur Würdigung der Beteiligten Ihnen kurz die Besetzung vorstellen. Die deutsche Fassung von Shining entstand 1980 bei der Berliner Synchron GmbH Wenzel Lüdecke unter dem Dialogbuch von Karin Buchholz, die kennen Sie vielleicht als deutsche Stimme von Helen Mirren, und unter der Synchronregie, wie ausführlich aufgeführt, durch Wolfgang Staute. Sie sehen hier jetzt einige der bekannteren Synchronschauspieler, links oben in der Ecke natürlich Jörg Plewer, der für Jack Nicholson als Jack Torrance zu hören ist. Daneben oben in der Mitte Eva Kinski, die Shelley Duvall ihre Stimme leiht in der deutschen Fassung für Wendy Torrance. Rechts oben in der Ecke natürlich ein Wiedersehen mit Edgar Ott, dem Berliner Schauspieler, der eben für Scatman Crothers zu hören ist als Dick Halloran. In der unteren Reihe links unten Friedrich W. Bauschulte, der hier Joe Turkel seine Stimme leiht als Lloyd. Unten in der Mitte haben sie Wolfgang Spier für Philip Stone als Grady und die Reihe beschließt rechts unten in der Ecke Joachim Kerzel für Barry Nelson als Stuart Ullman. Bei Joachim Kerzel sei noch erwähnt, dass er heute die deutsche Stammstimme von Jack Nicholson ist. Seien Sie also da nicht irritiert, wenn Sie ihn hier aus einer Nebenrolle für Mr. Ullman hören. In weiteren Rollen sind außerdem zu hören Carlo Baddies für Danny Lloyd, Danny Torrance, Eva Maria Wert als Rezeptionistin, Inge Langgut als Sekretärin, Wilfried Freitag als Revierleiter, Friedrich G. Beckhaus als Revierleiter und Joachim Pukas als Radiomoderator. Und ich habe Ihnen hier noch eine zeitgenössische Pressemitteilung mitgebracht, eine Besetzungsliste. Einmal ist interessant, dass Eva Kinski und Joachim Kerzel falsch geschrieben werden, aber worauf ich eigentlich hinweisen möchte ist, wenn Sie mal in die unteren beiden Zeilen schauen, dann fällt auf, dass hier als Ärztin Inge Wolfberg für Anne Jackson genannt wird und als Durkin Helmut Kraus für Tony Burton. Beide Figuren kommen in der deutschen Fassung jedoch gar nicht mehr vor, da Stanley Kubrick seinen Film, also die US-amerikanische Kinofassung, auf 119 Minuten kürzte, und zwar um 27 Minuten, und das nicht nur für den deutschen Markt, sondern für die gesamte europäische Auswertung.
Er hat den Film auch schon früher einmal gekürzt, also bereits an die US-Premieren-Kinos erging 1980 eine Mitteilung, dass die letzte Szene, quasi eine Epilogszene im Krankenhaus entfernt werden musste. Die ist auch in der US-Fassung heute nicht mehr drin und sie fehlt auch in der europäischen Fassung. Und sämtliche europäischen Fassungen entsprachen auch der deutschen Länge, also 119 Minuten. Das ist keine exklusive Angelegenheit bei der deutschen Synchronfassung. Abschließend noch ein Hinweis zum technischen Wiedergabeformat des heutigen Abends. Wir präsentieren The Shining ja in der englischen Originalfassung und Shining in der deutschen Synchronfassung werkgetreu in historischen 35mm Kinokopien. Da Stanley Kubrick mit seinem Kameramann John Alcott den Film so fotografierte, dass er sowohl im Breitbandformat als auch im Normalformat gesehen werden kann, wollen wir heute Abend die Möglichkeit ergreifen, den Film in beiden Formaten auch zu zeigen, also Ihnen beide Bildseitenverhältnisse auch zu präsentieren. Nachdem wir jetzt eben um 15 Uhr die Originalfassung im amerikanischen Breitbandformat 1,85 gezeigt haben, folgt jetzt die Synchronfassung im Normalformat 1:1,37. Das heißt, dabei werden Stellen des Bildes nun zu sehen sein, die in einer Breitwandprojektion verdeckt sind. Sie können zum Beispiel schon beim Vorspann mal darauf achten, dass Sie zum Beispiel jetzt mehr Teile der Rotorblätter des Helikopters bei den Luftaufnahmen sehen, als eben in der Fassung 1,85. Oder achten Sie zum Beispiel auch mal bei der Fotografie im Normalformat auf die Türen im Overlook-Hotel. Da finden Sie jetzt Schilder zum Beispiel über den Türen, die Sie eben nicht sehen konnten. Die Projektion des heutigen Abends übernimmt Pramila Chanchana. Ich möchte an der Stelle auch noch für die technische Unterstützung Christian Appelt danken. Ganz herzlichen Dank, lieber Urs, nochmal für die nette Einführung. Und wir machen jetzt nochmal eine kurze Umbaupause. Diejenigen von Ihnen, die schon eine Karte haben, müssen den Saal jetzt nicht mehr verlassen. Wenn Sie noch nicht im Besitz einer Karte sind, bitte ich Sie noch kurz an der Kinokasse vorbeizuschauen. Wenn es Fragen gibt oder Diskussionsbedarf, ich bin noch weiter da, sprechen Sie mich einfach an, auch gerne nach dem Film draußen im Foyer. Ich wünsche Ihnen einen anregenden Kinoabend und danke fürs Zuhören.